Guckt euch das an. Ich fange nochmal neu an. Willkommen zu meinem neuen Video hier auf meinem Kanal Saschas Wanderblog. Heute bin ich mal in Braubach unterwegs. Ich gehe den Buchenweg. Ich war ja vor ein paar Wochen schon mal hier unterwegs. Da bin ich den Köhlerweg gegangen. Verlinke ich euch mal hier oben. Das war auch ein sehr schöner Weg. Mal gespannt, wie der Buchenweg so wird. Ja, ich hoffe, ihr bleibt dran und kommt mit. Leute, falls ihr euch dafür interessiert, wo ich geparkt habe, am Bahnhof gibt es einen Nettomarkt und einen Park-and-Ride-Parkplatz. Da aber heute Samstag ist und der Netto auf hat, habe ich mich dazu entschlossen, auf dem Park-and-Ride-Parkplatz zu parken, und von da aus ist man eigentlich relativ schnell bei der Tour. Man muss sowieso ein Stück durch den Ort, und der bietet sich sehr gut an, weil er ist relativ am Ortseingang. Und ja, also wie gesagt, Park and Ride oder Netto, eventuell sonntags oder feiertags. Ja, wenn ihr euch fragt, wo die Hunde sind, die habe ich heute mal zu Hause gelassen. Ich war ja gestern mit denen ausgiebig wandern und ich hatte ehrlich gesagt heute einfach keine Lust, die mitzunehmen, weil ich einfach mal ganz in Ruhe und entspannt wandern gehen wollte. Und ja, mal ein bisschen fotografieren und bisschen die Ruhe genießen, bevor es nächste Woche wieder losgeht mit dem Arbeitsstress. Und ja, ich denke, das kann man ruhig mal machen. Ich muss sagen, das ist echt wunderschön hier. Man geht zwar einen relativ breiten Forstweg, aber hier neben an der linken Seite, da fließt so ein kleines Bächlein runter mit so kleinen Wasserfällchen. Also wirklich wunderschön. Was ein bisschen schade ist, dass die Sicht heute nicht so gut ist, weil man kommt nachher auf den Rheinsteig und ich denke mal, da hat man eine schöne Aussicht runter auf den Rhein. Aber wir werden sehen. Wie da ist wieder so ein kleiner Wasserfall. Wunderschön. Ja, und von denen gibt es halt hier ganz viele. Wirklich toll. Ja, Freunde, guckt euch das an. Ist das nicht der Wahnsinn? Richtig schön. Geil.
Hier geht es jetzt erstmal ein Stückchen die Straße entlang. Gut, ist nicht so schön, aber es sind nur 200 Meter, von daher halb so wild. So Leute, jetzt ist erstmal Tea Time. Boah, ist das geil. Wollte schon immer mal machen. Super. So, das war lecker. Kleine Stärkung. Und jetzt geht's zurück in Richtung Auto. An dieser Tour ja auch nicht so gut gefällt. Es war am Köhlerweg schon genauso. Das ist nachher so ein ganzes Stück, so 300 Meter ungefähr, schätze ich mal, an der Rheinuferstraße zurück nach Braubach geht. Das ist leider nicht so toll, aber naja, es hat nichts zu ändern. Thank you.
So Leute, das war meine heutige Tour hier in Braubach. Ich muss sagen, die hat mir sehr gut gefallen. Es war wirklich eine wunderschöne, abwechslungsreiche Tour. Highlight war natürlich der Blick auf den Rhein und die vielen kleinen Wasserfällchen am Rande des Weges. Ein kleiner Wermutstropfen ist halt nachher unten das letzte Stück wieder zurück nach Boppard an der Rheinuferstraße, aber das sind so ungefähr 300 Meter. Da sage ich mal, das ist jetzt nicht so tragisch, ist nicht schön, aber es ist okay. Dafür wird man nochmal mit der Altstadt von Braubach belohnt, wenn man da durchgeht. Also das ist wirklich wunderschön. Und ja, alles in allem kann ich sagen, die Tour kann man weiterempfehlen. Sie ist relativ für Untrainierte anstrengend, würde ich sagen, weil es geht doch schon ganz schön den Berg hoch. Aber es ist auf jeden Fall machbar. Und ja, in diesem Sinne bedanke ich mich, dass ihr dabei wart und hoffe, ihr gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video bei der nächsten Tour. Dann sage ich mal frisch auf und bis bald, euer Sascha. Ciao.